Herr Dr. Neu, morgen beginnt eine der größten Truppenverlegungen in Europa seit Ende des Kalten Krieges. Die US Army verlegt eine komplette Panzerbrigade nach Osten. Welchen Zweck verfolgt das Manöver? Es geht in erster Linie darum, der NATO eine Lebensberechtigung zu geben, eine Existenzberechtigung zu geben. Es werden also neue Gefahren kreiert, neue Szenarien entworfen. Hier ist Russland jetzt seit einigen Jahren, seit es die Spannung mit der Ukraine gibt, seit einigen Jahren als der alte neue Gegner wieder erfunden. Und genau hierum geht es, dass man der NATO den Sinn gibt, weiter existieren zu können. Nachdem das mit den Auslandseinsätzen, Stichwort Afghanistan, Stichwort Libyen, nicht so wirklich gut funktioniert hat, muss man aber doch der NATO einen neuen Sinn geben können. Ja, die Operation findet im Rahmen der European Reassurance Initiative statt. Das heißt übersetzt so viel wie Europäische Beruhigungsinitiative. Ja, worum handelt es sich da und wer muss beruhigt werden? Na, offensichtlich wollen einige osteuropäische Staaten, insbesondere die baltischen Staaten und Polen und Rumänien, beruhigt werden. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wovor sie beruhigt werden sollten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Russland in irgendeiner Weise territoriale Ambitionen gegenüber dem Baltikum, gegenüber Polen oder Rumänien hegt. Auch nicht in Form von geopolitischen Einflusszonen. Das ist absurd. Es ist doch vielmehr so, dass man den Eindruck hat, dass gerade Polen, dass gerade die baltischen Staaten eine sehr aggressive Politik gegenüber Russland fahren, wohl wissend, dass die NATO im Rücken ist. Und hier sollten doch vor allem die europäischen NATO-Staaten wie Deutschland und Frankreich, Spanien doch mäßigend auf die polnischen und baltischen Partner einwirken. Das Thema ist ja jetzt nicht gerade neu, aber eine derart große Operation ist ja schon etwas Besonderes. Wissen Sie, wie lange die aktuelle Aktion geplant ist? Ich habe keine Informationen über eine Beendigung der Operation. Es geht ja darum, dass diese Brigaden verlegt werden sollen. Und das ist immer die Diskussion, inwiefern diese Verlegung letztendlich den Grundlagenvertrag, also den NATO-Russland-Vertrag, verletzen würde. Und ich habe den Eindruck, dass das dauerhaft stattfinden soll. Inwiefern unter einer neuen Regierung Trump das temporär oder sagen wir mal rückgängig gemacht werden wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Es wäre wünschenswert, wenn Trump in dieser Frage Signale setzen würde, um eine Entspannung in Europa einzuleiten. Aber ob das tatsächlich stattfindet, kann ich nicht sagen. Also nach der Obama-Administration, nach dem Urteil, gibt es auf absehbare Zeit keinen Rückzug dieser Truppen. Die Truppenverlegung startet am morgigen Freitag in Bremerhaven. Welche Rolle spielt also Deutschland bei den Übungen? Na, Deutschland ist halt ein Brückenland. Die Truppen werden angelandet in Deutschland, durch Deutschland durchtransportiert mit Zügen nach Polen und von dort weiterverteilt. Insofern ist Deutschland ein Dreh- und Angelkreuz für die US-amerikanische Truppenverlagerung. Ich bin da auch sehr kritisch gegenüber der Bundesregierung, die das mitmacht, die sich letztendlich als Dreh- und Angelscheibe US-amerikanischer Aggressionspolitik in Europa zur Verfügung stellt. Denn es handelt sich um eine Aggressionspolitik, ganz eindeutig, wenn man so schwere Geschütze auffährt, die keinerlei Substanz haben, also in Form von einer realen Gefahr, die es erklärbar machen würde. Ist die Bundeswehr dann auch involviert? Fließen da quasi auch deutsche Steuergelder? Soweit ich weiß, ja. Das bedeutet also in Form von Hilfsmaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen beim Transport. Es würden dann auch natürlich deutsche Steuergelder fließen, um diese Hilfsmaßnahmen via Bundeswehr realisieren zu können. Ja, Sie haben eben schon gesagt, Sie sind da kritisch gegenüber. Wie sieht die Linke die ganze Aktion? Also da glaube ich, rede ich nach wie vor im Sinne der Linken, dass wir das ablehnen. Wir brauchen keine Spannungen in Europa, keine Spannungen, die geschürt werden oder ein Puffer aufgebaut werden muss gegen Russland. Was wir brauchen, ist eine friedliche Entwicklung mit Russland gemeinsam, von Vladivostok bis Lissabon, und keine Spannungen mit Russland. Und Russland ist hier in einer Situation, die sehr schwierig ist. Auf der einen Seite muss Russland seine Grenzen verteidigen, sieht die NATO-Osterweiterung als eine Gefährdung seiner territorialen Integrität an und muss agieren. Auf der anderen Seite wird das Agieren Russlands wiederum von den Falken in Europa, in den USA, als Beweis dafür genommen, dass Russland einen Aggressor darstellt. Und ich glaube, da sollten alle Seiten ganz schnell sowohl verbal als auch materiell abrüsten. Und damit meine ich auch Russland. Stichwort Rückzug von Iskander, Kurzstreckenraketen aus Kaliningrad, würde ein gutes Signal an die NATO senden, womit die NATO dann Erklärungsnöte käme. Erstmal vorab, wie kam die Idee, diesen Marsch aus der Taufe zu heben? Die ursprüngliche Idee kam von Anna Albert, die ist Journalistin hier in Berlin, und die hat dann ganz schnell ihre Freunde angesteckt.